Hi zusammen, Ingo hier. Willkommen zum BookTube Summer Camp 2022, in dem 33 Kanäle sich gedacht haben, hey, lass uns mal Videos zum Thema Literatur und Sommer machen. Und zwar täglich gibt es zweimal, einmal um 8 Uhr, so wie dieses hier, und um 14 Uhr Videos auf allen Kanälen, die unten aufgelistet sind. Alle 33 teilnehmenden Kanäle findet ihr unten in der Videobeschreibung und sogar eine Playlist. Wenn ich dann dieses Jahr wieder mitmache, will ich auf jeden Fall ein bisschen besser vorbereitet sein als letztes Jahr. Letztes Jahr war ein absolutes Chaos. Ich glaube, ich habe 3 Tage vor Veröffentlichung des Videos erst so die Idee gehabt, was ich überhaupt mache. Oder vielleicht war es sogar noch kurzfristiger. Es war Chaos letztes Jahr. Das passiert mir dieses Jahr nicht. Wir haben jetzt noch Wochen bis zum Release. Ich habe jetzt allerdings, auch wenn es noch weit weg ist, ich habe noch keine Ahnung, was ich überhaupt mache. Ich habe mir meine Lichter aufgebaut, ich habe mir die Kamera hingestellt. Ich fange an zu erzählen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das hier für ein Intro wird. Allerdings habe ich mir gedacht, hey, irgendwie Literatur und Sommer. Und naheliegend ist dann halt mal in eine Buchhandlung zu gehen, was ich lange nicht gemacht habe, um mal so zu gucken, was gibt es denn diesen Sommer für Veröffentlichungen? Vielleicht finde ich ja irgendwie was. Und genau das machen wir jetzt. Ich packe euch ein und dann gehen wir mal in eine Buchhandlung und lassen uns inspirieren. Vielleicht finde ich was, vielleicht nicht, vielleicht findet ihr was. Und dann, ich schmeiß mich jetzt ins Auto. Also ein Buch finden. Kann ja jetzt nicht so schwierig sein, oder? Einfach ein Buch finden. Ich meine, andere Booktuber schaffen das doch auch irgendwie, ihre Zuschauer und Zuschauerinnen mit Lesetipps zu versorgen. Kann doch nicht so schwierig sein. Warum tue ich mir damit so schwer? Wenn das dann erledigt ist, sich entspannt zurückziehen und dann einfach die Sonne genießen oder den Nieselregen. Also. Ja, und mir ist natürlich bewusst, ich erzähle groß und breit davon, dass ich mich von Büchern trennen will. Aber, ich habe ja auch gesagt, Bücher zu speziellen Anlässen, Bücher, die in irgendeiner Art und Weise besonders sind, mit denen ich irgendwas Besonderes verknüpfe, die bleiben dann halt auch da. Und hey, BookTube Summer Camp ist halt was Besonderes. Jetzt gibt es nur dieses eine Problem,
das Problem, dass ich halt am Aussortieren bin und überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand bin. Ich weiß nicht, was es so an Neuveröffentlichungen gibt. Da bin ich komplett raus. Aber deshalb, jetzt da will ich in die Buchhandlung, vielleicht finde ich da ja irgendeine Inspiration. Vielleicht finde ich ja was. Ja, auch Nieselregen ist Sommerfeeling. Zwar nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber ich glaube doch ganz gemütlich. Wenn man sich dann mal zurückziehen will bei so einem Wetter mit einem Buch auf der Couch oder so, ne? Oder im Zelt, auf dem Campingplatz. Ja, ach, wie idyllisch hier. Echt, ich sag's euch. Ja, dann ja, ist das doch prima, wenn man ein Buch dabei hat, ne? Im Tal hier, ne? Und eigentlich will ich ja keine Bücher mehr kaufen, weil ich ja auch so Tiere und den Bücherexorzismus betreibe quasi. Ich stehe aber vor einem Buch, was mich gerade sehr interessiert. So sieht das Buchregal aus. Da habe ich gerade auch schon drin rumgekramt, aber das sind tatsächlich nicht die Bücher, die mich jetzt gerade ganz spontan angefallen haben, sondern ich habe hier ein Buch. Monster auf der Couch. Und zwar der rätselhafte Fall einer verschwundenen Psychologin. Und ich lasse mir mal den Klappentext jetzt vorlesen. Wie passend. Der bipolare Dr. Jekyll, die polyamoröse Vampirin Carmilla, der Narzisst Dorian Gray und die Familie Frankenstein bekommen, was sie brauchen. Eine ja. Therapie. Danke. Sag mal. Drehen bitte. Und so sieht's aus. Schlägst es mal auf, weil das hat ein Special Feature. Das ist jetzt schlecht. Ja? Nee, klopf mal weiter. Ich hab das irgendwo, habe ich das gesehen. Da hast du es gesehen. Da sind dann halt so Akten oder irgendwie sowas, die dann geschwärzt sind. Ein Zeitungsartikel habe ich schon gesehen. Und mit anderen Schrifttypen und so. Und deshalb wäre das tatsächlich etwas so in Printform. Ich überlege mir das noch. Ich will ja auch noch hochgehen, also hast du noch Zeit. Da bist du, ich stehe viel zu nah an dir dran. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal um. Ich lege es erstmal weg, aber das wäre ein Kandidat. Wir gucken mal. Ja, nee, also das war ja jetzt wohl leider gar nichts. Jetzt hatte ich tatsächlich gedacht, ich hätte was gefunden. Lieben Gruß an Eva an der Stelle. 1000 Bücher. Auf mehreren Etagen. Eine riesengroße Buchhandlung. Und ich finde nichts. Also ich hatte dieses Buch in der Hand. Aber das war jetzt kein Buch, was ich so mit an den Strand in den Sommerurlaub nehmen würde wollen. Genauso wie das Dracula, der hinter diese Schmuckausgaben, die ich toll finde und die ich mir dann auch irgendwann mal kaufen werde. Aber das ist jetzt nichts für ein Summercamp, für im Strandkorb liegen und so. Nein, alles nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, das richtige Buch für unterwegs, wenn man unterwegs ist, wäre dann ja ein E-Book. Also das, was ich ja jetzt eh lesen will. Und deshalb sitze ich jetzt genau hier. Ich sitze bei mir am PC und werde mit euch jetzt mal schauen, ob ich irgendwie was finde. Und dazu gehe ich auf bücher.de und sehe irgendwas Bretonisches, irgendwas. Bitte was? Wieso hat Heinz Strunk schon wieder ein Buch veröffentlicht? Und dann mit dem Namen
Ein Sommer in Niendorf. Ingo ließ mich, lese ich da als Subtext. Oder als zweiten Subtext lese ich da Ingos Summer Read fürs Sommercamp 2022. Das geht jetzt in Einkaufswagen, in den Warenkorb. Und dann gucke ich auch nochmal bei Audible, weil Heinz Strunk liest ja auch seine Hörbücher selbst. Und das will ich dann auch haben. Ich habe noch jede Menge Guthaben. Ich habe meinen Summer Read gefunden. Und das wird dann jetzt gelesen. Und dann machen wir, dann geht es in einen Sommer in Niendorf. Wir gehen nach Niendorf. Kommt da mit? Roth ist Anfang 50 und er ist ein erfolgreicher Anwalt, Wirtschaftsanwalt in einer etwas größeren Kanzlei und mietet sich für einen Sommer in dem kleinen Ortsteil des Timmendorfer Strands, nämlich Niendorf, in den etwas heruntergekommenen Ostsee-Apartments ein, um dort in aller Ruhe, in aller Abgeschiedenheit und um in Ruhe gelassen zu werden, an seinem Magnus Opus arbeitet. Er möchte Schriftsteller werden und arbeitet dort an seiner eigenen Familienchronik. Er möchte gerne die Geschichte seiner Familie aufarbeiten, den Aufstieg und auch den Fall des Familienimperiums und wittert natürlich Geld dabei. Er möchte natürlich auch erfolgreicher Schriftsteller werden und vielleicht läuft es ja auch so gut mit diesem Buch, dass er die Filmrechte verkaufen kann oder vielleicht sogar die Rechte an Netflix verkauft. Am Material soll es nicht liegen. Er hat einen ganzen Koffer voller Tonbänder, über 60 Stück, die er nur noch anhören muss und zu Papier bringen muss. Er hat auf diesen Tonbändern Interviews mit seinem verstorbenen Vater geführt und er muss sich ja nur noch hinsetzen, sich die Interviews anhören, niederschreiben und zack, fertig ist die Laube. Ja, er darf sich halt nur nicht ablenken lassen. Aber wovon sollte er sich in Niendorf auch schon ablenken lassen? Zu diesem Zeitpunkt kennt er allerdings noch nicht Breda oder dessen Freundin. Oder dem Spirituosenladen, in dem Breda zwischen der Ferienhausverwaltung und dem Strandkorb umdrehen, ihn immer wieder nervt. Oder diese freche, aber sehr attraktive Kellnerin aus dem Brimborium, Savina. Oder Cola Rum und die ganzen Kneipenabstürze. Heinz Strunk schreibt zum allerersten Mal über einen gut bürgerlichen Mann, nicht über den Außenseiter, nicht über den Loser, obwohl der kommt dann ja doch in Gestalt von Breda nachher noch ins Spiel und dann sind wir wieder im Strunkschen Milieu, über das er ja selbst mal gesagt hat, beziehungsweise die Beschreibung, diese typischen Strunkschen Beschreibungen, warum er das so widerlich und eklig und so macht. Da gibt es ein schönes Zitat, das zeige ich euch mal.
wenn mir vorgeworfen wird, ich würde das irgendwie leicht, immer etwas zu eklig und zu explizit und die Leute zu hässlich zeichnen, dann nenne ich immer gerne mal das Beispiel, dass man sich doch mal einen ganzen Tag in einer deutschen Autobahnraststätte seiner Wahl aufhalten sollte und was einem da begegnet an Deformation, an Wahnsinn, an schlechten Gerüchen und so weiter und so fort, das übersteigt jede Strunksche Erzählung bei Weitem. Ein Sommer in Niendorf ist ein typischer Heinz-Strunk-Roman, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Es steckt so viel Heinz Strunk drin. Besagte Beschreibungen trifft man nur bei Heinz Strunk. Ich sauge die so auf. Es ist immer eine wahre Freude, einen Heinz Strunk zu lesen. Zumal Heinz Strunk Bücher immer sehr kurz ist das falsche Wort, sehr prägnant, sehr auf den Punkt gebracht sind. Er hat mal selbst gesagt, er mag es nicht, diese Blauwale zu schreiben, also Bücher über 700 Seiten, sondern ich glaube, beim Goldenen Handschuh war es auch so, das ursprüngliche Manuskript vom Goldenen Handschuh hatte über 750 Seiten und Strunk macht es sich dann nicht einfach, sondern er versucht das runter zu kondensieren auf 250 Seiten und dann, wie gesagt, nichts Aufgeblähtes zu haben, sondern dann wirklich auf den Punkt gebracht, dass man es so wirklich, also jedes Wort hat so seinen Sinn und Zweck dann halt auch. Und das schafft Heinz Strunk auch hier bei Ein Tod in Niendorf, wollte ich gerade sagen. Nein, warum komme ich auf Ein Tod in Niendorf? Weil Thomas Mann auch in diesem Buch, Ein Sommer in Niendorf, eine große Rolle spielt. Er wird häufig zitiert und Rowohlt wirbt ja auch mit dieser Tagline, der Bezug zu Thomas Mann, Tod in Venedig, ist da. Ist der denn tatsächlich da oder ist das nur halt so ein Werbegag? Jetzt habe ich Thomas Mann, Ein Tod in Venedig, nicht gelesen, habe mich in etwas Hintergrundrecherche betätigt. Ja, Parallelen kann man da erkennen. Allerdings, wir reden hier von Heinz Strunk. Wir reden hier von Milieu mal wieder und das ist auch Strunks Stärke. Es ist dann doch anders, ja, eine Hommage weiß ich auch nicht so wirklich. Er macht was Eigenes draus und das finde ich hochspannend. Der Roman hat mich wunderbar unterhalten, der hat mich immer noch so ein bisschen beschäftigt, weil ich dann halt auch überlegt habe, wo sind diese Parallelen, beziehungsweise wo löst sich Heinz Strunk von Thomas Mann. Also allein dieser Gedankengang, was die beiden miteinander verbindet, wenn euch das interessiert, lege ich euch die 240 Seiten sind es, glaube ich, ans Herz. Mich konnte der Roman wieder begeistern und sehr schön ist auch das Hörbuch. 4,5 Stunden oder was es war, ungekürzt und wieder mal eine Wucht. Man muss die Hörbücher von Heinz Strunk mögen, weil Heinz Strunk, wenn man ihn zum Beispiel aus Extra 3 kennt, überschlägt sich gerne. Da ist der Kopf schneller als die Zunge und das macht aber seinen ganz eigenen Charme aus oder wenn er dann mal nuschelt. Auch das, also jetzt nicht super krass, aber auch das gibt es in diesen Hörbüchern, aber das ist auch sein Trademark. Ohne diesen Trademarks wäre es kein Heinz Strunk Hörbuch. Und er singt wieder. Es gibt ja diese Kellnerin im Brimborium, Savina, und Heinz Strunk bedient sich an einem alten 50er-Jahre-Schlager, Marina, glaube ich, und er singt es dann auch. Ihm zieht die Melodie von Marina, 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 ein Schlager, Rocco Granata, 1959, durch den Kopf, allerdings in einer von ihm überarbeiteten Version.
Savina, 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 dein Schick und dein Charme, der gefällt. Savina, 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 du bist ja die Schönste der Welt. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen, komm, lass mich nicht alleine, oh no, 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 no. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen, komm, lass mich nicht alleine, oh no, 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 no. Wenn euch das gefallen hat, meine Beschreibung, greift zu einem Buch, lest rein. Es gibt auf YouTube, ich glaube, so die ersten 15 Minuten das Hörbuch. Da kann man mal reinhören und man weiß sofort, woran man ist und ob es was für jemanden ist oder nicht. Ist es ein Sommer-Read? Ist es ein Buch für den Strand? Oder wie ich mich hier heute zurückgezogen habe, weil es draußen am Regnen ist? Ja, unbedingt. Der Sommer hat diese hässlichen, unspektakulären Tage. Aber ne, das ist dann halt die perfekte Zeit, um sich so ein bisschen zurückzuziehen und Spaß beim Lesen zu haben. Ich wünsche euch tolle Bücher in diesem Sommer. Und vielleicht kann euch ja auch ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk genauso begeistern wie mich. Ja, auch wenn ich euch nicht mitnehmen kann an den Timmendorfer Strand oder an die Ostsee, dann, ich meine, Strand können wir ja auch. Das ist so geil. Grüße. Ist das nicht abgefahren? Ist das nicht abgefahren? Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Ja, cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hoffe aber genauso, dass ihr genauso viel Spaß haben werdet. Heute um 14 Uhr mit Nina vom Satzzeichen Chaos, die mich ablöst mit ihrem Beitrag zum BookTube Summercamp 2022. Außerdem wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß beim Lesen. Habt einen schönen Sommer und genießt das Wetter. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.